Willkommen zu Menschen in München. Heute unterhalte ich mich mit Innenminister Günther Beckstein. Und zwar haben wir im nächsten Jahr, 2006, 5 große Events in unserer Stadt. Es geht einmal darum, dass der Papst München besucht. Zum zweiten geht es darum, dass die Fußball-Weltmeisterschaft hier in München das Eröffnungsspiel hat. Zum dritten, wie jedes Jahr, das Oktoberfest. Zum vierten, die Sicherheitskonferenz wird in München stattfinden. Und an fünfter Stelle kommt dann Ende des Jahres der Jakobsplatz, der in München eröffnet wird. Wie all diese Probleme, wie all diese Themen Günther Beckstein schultern möchte, darüber will ich mich jetzt mit ihm unterhalten. Herr Minister, danke, dass wir noch mal kurz vor Weihnachten bei Ihnen in Ihr Amtszimmer dürfen und einfach noch mal einen Rückblick auf das Jahr werfen können, das Jahr 2005. Ich bin zum ersten Mal bei Ihnen. Mein Blick schweift natürlich gleich über die Bilder, die Sie hier haben. Bill Clinton ist auch jemand, vor dem ich hohen Respekt habe. Wann wurde dieses Bild aufgenommen? Dieses Bild von Bill Clinton ist vor etwa 2 Jahren aufgenommen worden, als Bill Clinton auf Veranlassung einer Vereinigung von Mittelständlern in Bayern gewesen, einen Vortrag gehalten hat. Ich habe ihn wieder getroffen. Ich war 1987, 88 in Arkansas, wie Bill Clinton Gouverneur war. Ja. Habe ihn dann nach Bayern eingeladen. Er ist als Gouverneur dann mehrfach in Bayern gewesen, hat mich in Nürnberg und München besucht. Und später als Präsident ist, habe ich dann natürlich immer daran gedacht, dieser große Mann, den hast du in seinen frühen politischen Jahren kennengelernt. Es hat sogar mal eine Anfrage im Landtag gegeben, warum der frühere Ministerpräsident Streibel sich nicht um den Gouverneur von Arkansas gekümmert hat, sondern es nur einem Staatssekretär überlassen hat, mit Clinton zusammenzutreffen. Und ich erinnere mich noch, die Beantwortung war, weil dieser Staatssekretär damals Beckstein eben Clinton aus Arkansas kannte, sodass ich mit Clinton viele Assoziationen an meinen Amerika-Aufenthalt, an auch Clinton als Gouverneur, aber dann natürlich insgesamt auch an die große Politik habe. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist. Ich hatte auch mal das Glück, Clinton 5 Minuten zu treffen und hatte das Gefühl, das war nach einem Vortrag, dass Clinton nur wegen mir nach Deutschland gekommen ist. Er hat eine Ausstrahlung gehabt und hat sich also mit mir diese 5 Minuten so unterhalten, als gäbe es für ihn nur dieses eine Gespräch. Haben Sie ihn ähnlich erlebt? Ja, es ist in der Tat so, dass er eine unheimliche Gabe hat, sich auf jemanden einzustellen. Dass man die Möglichkeit hat, mit ihm intensiv zu reden, dass man merkt, dass er nicht bei ganz anderen Menschen Problemen ist, sondern dass er dem Gegenüber sich widmet. Und das ist wahrscheinlich auch eine der ganz großen Stärken gewesen, die Clinton dazu gebracht haben, dass er entsprechend hochgekommen ist. Ich weiß allerdings auch von einzelnen Persönlichkeiten, dass diese Bereitschaft, auf andere Leute zuzugehen, sich nicht zu 100% auch auf alle die Zukunft dieser Menschen erstreckt hatte. Ich weiß jemanden, den er bei uns hier kennengelernt hat, eine Dame, die dann für seinen Wahlkampf einen 7-stelligen Dollarbetrag bezahlt hat, auf seiner Liste kandidiert hat und mir später mal bitterste Vorwürfe gemacht hat, weil sie gesagt hat, sie hat gedacht, es wäre jemand, der sich nur um sie kümmert. Und in dem Augenblick, wo das Geld da war, die Kandidatur misslungen ist, hat er überhaupt kein Interesse mehr gehabt, sie kennenzulernen oder weiter zu begleiten. Das Leben ist halt vielschichtig. Das Leben ist vielschichtig und Bill Clinton ist ja jetzt auch schon seit Jahren retired, ist in Pension, beschäftigt sich jetzt sehr auf humanitären Sektor. Wir haben ja jetzt gerade einen Bundeskanzler gehabt, der auch abgetreten ist und sich eigentlich jetzt sehr einem neuen Geschäftsfeld gewidmet hat. Es scheint für ihn ein lukratives Geschäft zu sein. Wie sehen Sie überhaupt das Leben nach der Politik? Finden Sie es richtig, dass ein Politiker dann auch in die freie Wirtschaft geht? Also zunächst, Bill Clinton ist ja nicht nur karitativ tätig, sondern er nimmt kräftig Geld, wenn er Vorträge hält. Ich habe selber Gespräche geführt, ob er zu einem weiteren Tag dranhängt auf seinen Besuch und dann in
Nürnberg noch einen Vortrag hält. Das sind stolze Beträge, sechsstellige Beträge pro Tag, die da anfallen. Das heißt, dass er seine Erkenntnisse, seine Erfahrung, seine Persönlichkeit durchaus auch sich bezahlen lässt, halte ich auch für in Ordnung. Bei der Frage Bundeskanzler Schröder, das, was mir da so ganz, ganz unangenehm aufstößt, ist, dass man den Eindruck hat, da hat jemand in der politischen Zeit Entscheidungen getroffen in der Erwartung, dass die ihm wieder entschädigt werden. Also sollte es so sein, dass Schröder deswegen das Pipeline-Geschäft mit den Russen gemacht hat, um dann von ihnen einen Aufsichtsratsvorsitz zu bekommen, der vielleicht dann mit vielen Hunderttausenden von Euros oder Dollars honoriert wird, dann hat das schon ein ganz, ganz, ganz übles Geschmäckle. Ist etwas, was so im Beamtenbereich vielleicht sogar mit Vorteilsannahme Korruption zu tun hat, völlig unmöglich. Ich selber komme aus dem freien Beruf und hatte jederzeit wieder das Recht, wenn ich als Minister aufhöre, am nächsten Tag wieder in meiner Kanzlei anzufangen. Das war für mich von ganz entscheidender Bedeutung. Das halte ich auch für gut, dass auch Leute wie Otto Wieso in die Wirtschaft gehen. Es darf nur nicht sozusagen die Verbindung, dass man Amtsgeschäfte mit Rücksicht auf einen möglichen Job in der Wirtschaft macht. Sondern da muss klar sein, dass die Betätigungen in der Wirtschaft nicht in irgendeiner Weise davon profitieren, dass man vorher ein Amt inne hatte. Sonst wäre diese Verknüpfung, die ist unzulässig. Auch der Anschein muss vermieden werden. Und darum sage ich, das, was Schröder gemacht hat, ist nicht gut. Aber ich gönne Bill Clinton jeden Dollar, den er mit Vorträgen verdient. Bill Clinton hält Vorträge, aber verbindet das sehr oft auch mit karitativen Zwecken, wo man ja dann sagen kann, das ist ja vielleicht eine gelungene Verbindung. Sie haben Otto Wieshoy angesprochen, der auch in die freie Wirtschaft gegangen ist, hat natürlich vorher auch das Thema Bundesbahn bearbeitet. Und da könnte man nun auch ihm den Vorwurf machen, dass er da in ein Geschäft eingetreten ist, was er vorher beackert hat. Gut, aber ein Landesminister für Wirtschaft, Verkehr und Technologie hat ja nicht als Schwerpunktaufgabe die Bahn. Selbstverständlich hat sich Otto Wieshoy dafür eingesetzt, dass der ICE zwischen Nürnberg und München, dass die Bahn Augsburg-München ausgebaut worden ist oder der S-Bahn-Verkehr. Aber es wird kein vernünftiger Mensch auf die Idee kommen zu sagen, Wieshoy hat diese Politik der letzten 10 Jahre deswegen gemacht, um vielleicht irgendwann mal die Chance zu bekommen, in der Bahn eine Vorstandstätigkeit übertragen zu bekommen. Sondern da muss ich sagen, Wieshoy hat als Verkehrsminister hier hervorragende Arbeit gemacht. Die Bahn hat dann ihnen in einer bestimmten Situation ein Angebot gemacht, da irgendwelche Zusammenhänge herzustellen, halte ich eigentlich für nicht angebracht und auch nicht für fair. Sie haben ja selber auch mal die Möglichkeit gehabt, bei der Sparkasse als Sparkassenchef tätig zu werden. Gehalt von Otto Wieshoy sind 600.000 Euro. Die Sparkasse zahlt auch nicht schlecht. Im Nachhinein, haben Sie die richtige Entscheidung für sich getroffen, dort nicht hinzugehen? Also das wäre nicht unmittelbar bei einer Sparkasse, aber sozusagen im Konzern der Sparkassen etwas gewesen. Ich gestehe, dass ich damals mit dieser Vorstellung geliebäugelt habe. Aber zwei Leute haben das unterbunden. Das war Edmund Stoiber und meine Frau. Meine Frau hat gesagt, also in dem Augenblick, wo du nicht mehr im Amt des Ministers bist, wirst du erleben, dass du dann beim Minister um einen Termin nachsuchst. Und der wird dir zeigen, dass du nichts mehr zu entscheiden hast. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich lieber die Aufgabe des Ministers habe und die Einkommensmöglichkeiten ein bisschen geringer sind. Es ist ja nicht so, dass man als Minister verhungert. Man kann keine Reichtümer erwerben, wie bei vielen Tätigkeiten in der freien Wirtschaft. Aber man hat ein gutes Leben. Ich bin in der Politik, um zu gestalten. Mich hat es unheimlich fasziniert und darum bin ich in die Politik gegangen, Gesetze mitzugestalten, die ich als Rechtsanwalt früher ausgelegt habe, Zustände mit auf den Weg zu bringen, die die Ordnung unseres Lebens im Staat, im Gemeinwesen zu haben. Und diese Tätigkeit war für mich dann doch sehr viel reizvoller
als das in irgendeinem Verband mitzuarbeiten, auch wenn dort die Tätigkeit vielleicht etwas besser vergütet ist. Ja, und die Sparkassen, die sind ja nun auch sehr einflussreich. Also wenn man alleine mal die Sparkassen in Deutschland, was eine theoretische Überlegung ist, zusammenfassen würde, dann wäre es die größte Bank sogar der Welt. Also von daher ist es eine Tätigkeit für die Sparkasse auch wahrscheinlich reizvoll. Also ich halte die Sparkassen auch für unbedingt wichtig. Wir haben in Deutschland ja ein dreigliedriges Kreditwesen. Das sind einmal die großen privaten Banken, die Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank. Zum Zweiten die Genossenschafts- und Raiffeisenbanken. Und als dritte Säule die Sparkassen. Ich halte es für gut, dass wir drei Säulen nebeneinander haben. Es ist eh für den Mittelständler nicht ganz einfach, Kredite zu bekommen, weil die Banken, ich sage das mal so, das Risiko scheuen und am liebsten solche Geschäfte machen, wo man hohe Zinsen bekommt, aber keinerlei Risiken eingeht. Alles, was Risiko ist, ist auch problematisch. Man hat ja gesehen in den letzten Jahren, dass dort, wo Geld verloren wird, dann auch erhebliche Vorwürfe. Man muss vielleicht doch noch fairerweise sagen, dass die Kredite der Sparkassen natürlich auch immer durch den Staat abgesichert sind. Und dadurch natürlich eine ganz andere Geschäftsgrundlage. Nicht die einzelnen Kredite, aber die Sparkassen können nicht pleite gehen. In der Zwischenzeit sind ja diese Dinge unter dem Diktat Europas reduziert worden, sodass nicht mehr die Gewährträgerschaft unmittelbar da ist. Sie müssen das sehr wohl verantworten. Sie müssen auch verantworten, dass letzten Endes, da hat es auch in Deutschland, Gott sei Dank nicht in Bayern, einzelne Fälle gegeben, wo Sparkassen Kredite sorglos vergeben haben, dass dann der Träger, eine Kommune, Verluste ausgleichen musste. Also, dass verantwortungsbewusst umgegangen wird, ist richtig. Dass aber umgekehrt ein breiter Wettbewerb den Bürgern, den Kunden der mittelständischen Wirtschaft nützt, ist meine Überzeugung. Und darum ist dieses dreigliedrige System aus meiner Sicht gut und sollte erhalten werden. Ein ganz wichtiges Thema, was Sie ja tagtäglich bearbeiten, das ist der Terrorismus, das ist der islamische Terrorismus. Wenn Sie jetzt einfach mal das Jahr zurück sich anschauen, würden Sie sagen, dass die islamische Bedrohung in der Bundesrepublik, in Bayern, größer geworden ist, stagniert sie oder können wir sogar sagen, sie ist geringer geworden? Also ich sage zunächst, die Gefahr, die objektive Gefahr ist eindeutig größer geworden. Wir hatten den Anschlag in London. Das heißt, der Terrorismus hat nun ganz eindeutig den Nahen Osten verlassen, ist nach Madrid ein weiteres Mal nach Europa gekommen. In England war das besonders Schlimme, dass dort Menschen die Anschläge gemacht haben, die als gut integriert gegolten haben. Der eine war Lehrer, der andere war im Mittelbau einer Universität, hat gut verdient, waren alle gute Englischkenntnisse. Die Fachleute sprechen von homegrown Terrorists, Leute, die im Land aufgewachsen waren, sich integriert hatten und dann Erweckungserlebnisse hatten und als Islamisten plötzlich sozusagen Gewalt ausüben wollten. Das ist auch die Gefahr, die von den Experten als die größte Gefahr für Deutschland und Europa angesehen wird. Wenn ich gesagt habe, die Gefahr ist größer geworden, will ich allerdings auch hinzufügen, dass wir gerade mit den Sicherheitsbehörden in Bayern in der Überwachung der gefährlichen Szene vorangekommen sind. Wir haben hier Top-Leute, wir haben eine Arbeitsgruppe, die Kriminalität islamistischer Straftäter verfolgt und aufzuklären hat und die Fäden zwischen den verschiedenen Leuten des Netzwerks aufklärt. Und da sind wir gewaltig nach vorne gekommen und haben es auch geschafft, eine erhebliche Anzahl von Gefährdern aus dem Land herauszubringen, etliche hinter Gitter zu bringen. Also der Kampf gegen den Terror hat in Bayern gute Fortschritte gemacht. Trotzdem, absolute Wachsamkeit ist der Preis dafür, dass bei uns nichts passiert. Seit dem Irakkrieg ist ja eigentlich in Deutschland nichts passiert. Und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Glauben Sie, dass auch die fanatischen Islamisten nicht doch irgendwie den Eindruck haben, dass wir nicht zu der westlichen Allianz gehören, die diesen Krieg sozusagen geführt hat? Das wäre allzu schön. Aber leider ist es nicht realistisch. Wir wissen,
Das nicht, zwar nicht von Osama bin Laden, aber sein Stellvertreter Zarqawi hat mehrere Reden gehalten und hat auch ausdrücklich Deutschland in die Achse des Bösen mit hineingenommen. Er zählt uns als Teil des Westens, der mitverantwortlich ist, dass das Öl von Saudi-Arabien weggenommen wird. Er sagt, der Westen stiehlt unser Öl, dass wir das teuer bezahlen, das vergisst er. Dass die heiligen Stätten der Muslime dadurch entweiht werden, dass Israel in der Nachbarschaft ist. Das ist leider Denken dieser Fanatiker. Und da wird nicht unterschieden, dass jetzt Amerika Soldaten im Irak hat, dass Deutschland aber nicht im Irak ist, aber in Nachbarländern Polizisten und Offiziere ausbildet. Sondern da muss man sich darüber klar sein, dass man aus der Sicht der islamistischen Fanatiker ein Teil dieses Westens ist, der so verhasst ist, sodass wir damit zu rechnen haben, dass wir genauso im Visier der Terroristen sind. Letztlich ist das durch die Entführung von Frau Osthoff ja auch deutlich geworden, dass selbst eine Deutsche, die sich sehr viel stärker als Araberin fühlt oder Muslimin fühlt, die sehr viel stärker sich in die Situation ihres Gastlandes hineindenkt, selbst so jemand ist nicht gewappnet davor, dass er sozusagen auch mit in diese Auseinandersetzung hineingezogen wird. Sie haben Frau Osthoff angesprochen. Hätten Sie gedacht, dass sie noch vor Weihnachten rauskommt? War das für Sie im Bereich des Möglichen? Wir wussten, dass es bestimmte Kontakte gibt. Und von daher hatten wir die Hoffnung, und es ist für mich nicht ganz überraschend gekommen, dass die Freilassung jetzt noch gewesen ist. Ich sage, dass die Sicherheitsbehörden, insbesondere auch der Bundesbehörden, es war nicht eine Frage der bayerischen Behörden, will mich da nicht im leisesten mit fremden Federn schmücken. So nach meiner Einschätzung haben die Sicherheitsbehörden des Bundes und der befreundeten Dienste hier gut gearbeitet. Und das war aus meiner Sicht die Voraussetzung, dass es noch gelungen ist, die Freilassung vor Weihnachten zu erreichen. Wie ist denn Ihre Einschätzung im Bereich Lösegeld? Glauben Sie, dass Lösegeld bezahlt worden ist von der Bundesrepublik? Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich bitte aber, über Beträge oder Ähnliches nicht zu reden, denn schließlich muss klar sein, dass hier mögliche Nachahmungstäter keine Einladung bekommen. Genau, das ist natürlich immer das Risiko. Und deshalb muss man mit Lösegeldern natürlich sehr vorsichtig sein. Lassen Sie uns noch ein weiteres Thema ansprechen, und zwar die Sicherheit für die Weltmeisterschaft. Wir werden hier in München ja vier riesige Events im nächsten Jahr haben. Das ist zum einen die Weltmeisterschaft, das ist zum zweiten wie jedes Jahr das Oktoberfest, dann wird der Papst kommen und zum vierten ist es der Jakobsplatz, der hier eingeweiht wird und wo wir also viermal weltweites... Und das fünfte Mal die Sicherheitskonferenz. Absolut richtig, jawohl, das fünfte ist die Sicherheitskonferenz, wo wir also weltweite... Das heißt, das nächste Jahr haben wir genügend Abwechslung. Da wird genügend Abwechslung sein. Und im Bereich Weltmeisterschaft, da haben Sie jetzt gesagt, dass es vielleicht gar nicht ausreicht, mit der hiesigen Polizei die Sicherheit zu garantieren und plädieren jetzt dafür, dass das Militär auch dann eingesetzt wird, wenn es eine Terrorgefahr geben sollte. Wie weit behalten Sie es also im Bereich des Möglichen, dass Militär in Deutschland zur Sicherheit eingesetzt wird? Also zunächst... Ich will natürlich nicht im leisesten, dass Panzer oder irgendwelche großen Waffen im Stadion oder vor den Stadien aufgebaut werden, keineswegs. Aber ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass wie in allen anderen europäischen Ländern zur Sicherung der Grenze, also Deutschland, Tschechien an der grünen Grenze, stehen Tausende von Bundespolizisten. Und da könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass man für die Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft, die durch Soldaten ersetzt und dann die Bundespolizisten für polizeiliche Aufgaben verwendet. Oder Objektschutz am Münchner Flughafen. Die Bewachung des Flughafens, da darf niemand über den Zaun steigen, völlig klar. Das könnte ganz genauso von Soldaten vorgenommen werden wie von Polizisten. Am Flughafen in Frankfurt haben wir zwei Teile. Der eine Teil ist der militärische Teil, der wird von Soldaten bewacht und der zivile Teil wird von Polizisten bewacht. Könnte alles in gleicher Weise von Soldaten bewacht werden. Und dafür hätten wir dann Tausende von Polizisten frei, die wir für die eigentlichen polizeilichen Tätigkeiten verwenden. Denn bei der Weltmeisterschaft haben wir folgende Risiken zu überlegen. Einmal Terrorismus, zum Zweiten die Fußball-Hooligans,
Zum Dritten die allgemeine Kriminalität, von der Rotlichtkriminalität bis zum Taschendieben. Und das bedeutet, dass wir hier ganz besondere Herausforderungen haben, wo wir sehr schnell an die Grenze der personellen Kapazitäten kommen. Und es wird keinen vernünftigen Menschen geben, der sagt, man muss eben so viele Leute als Lebenszeitbeamte einstellen, dass man für ein Jahrhundertevent, für die Fußball-Weltmeisterschaft genügend Polizei hat. Ja. Ich war bei der Olympiade, nach der Olympiade, nicht zur Olympiade, sondern 4 Wochen nach der Olympiade war ich in Athen und habe mich mit den Athenern, Polizisten und Innenminister unterhalten. Wie habt ihr denn das gemacht? Dann wird mir gesagt, in Athen waren um die 100.000 Leute für die Sicherheit eingesetzt, um das möglichst optimal zu gewährleisten. Ich habe in München vielleicht 9.000 bis 10.000. Mehr habe ich schlechtweg nicht. Was, das waren Polizisten oder war das Militär? Athen hatte Militär in hohem Maße eingesetzt. Zur Luftraumüberwachung übrigens NATO mit deutschen Flugzeugen. Das heißt, also dort hatten wir sogar mitgeholfen, die Sicherheit vorzuhalten. Ich halte es deswegen für etwas erstaunlich, dass man sagt, für die Sicherheit der bei Weltmeisterschaft in Deutschland können wir Militär nicht einsetzen. Aber für die Olympiade in Athen hat deutsches Militär mitgeholfen, die Sicherheit zu gewährleisten. Aber ich weiß, es müsste eine Grundgesetzänderung geben, um das zu ermöglichen. Die wäre bei gutem Willen aller Beteiligten noch zu machen. Aber der Koalitionspartner hat völlig abgewunken und gesagt, kommt nicht in Frage. Also werden wir uns darauf einstellen, dass wir nur mit Polizeikräften und mit sonstigen Sicherheitskräften des Landes die Sicherheit zu gewährleisten haben. Das wird uns vor hohe Anforderungen stellen. Und ich hoffe, dass nicht irgendeine Verschärfung der Terrorlage eintritt. Denn sonst wird man unter Umständen vor schwierige Entscheidungen gestellt. Denn Sie haben ja eigentlich auch gesagt, dass zwar die Veranstaltungen geschützt werden können, also die in den Stadien, aber was ja hier auch in München passieren wird, ist, dass es große Leinwände geben wird und da gibt es auch große Menschenansammlungen und die können einfach schlichtweg von der Polizei dann nicht mehr geschützt werden. Heißt das, dass die abgesagt werden oder dass man einfach ja, die Leute dann der Gefahr aussetzt? Die Frage wird in den nächsten Wochen und Monaten noch zu entscheiden sein, wie das im Einzelnen gemacht wird. Mein Ratschlag heißt nur, auch diese Public Viewing Scenes, die, wie es so gut bayerisch heißt, also diese Großbildleinwände auf öffentlichen Plätzen, dass man die nicht allgemein zugänglich macht, sondern auch einer Zugangskontrolle unterwirft. Das heißt also, mein Ratschlag heißt nicht mein Befehl, aber mein Ratschlag heißt, das auf eingezäunten Plätzen zu machen, sodass man weiß, wer hineingeht, sodass man beispielsweise überprüfen kann, dass nicht auf eine solche Stelle beim Spiel England-Holland, wenn ich mal das mir vornehme, dann wegen mir 20.000 englische Hooligans und 10.000 holländische Hooligans aufeinandertreffen. Das würde ja wohl eine gewisse Herausforderung für die Sicherheitsbehörden und die Betreffenden bedeuten, sondern dass man sieht, wer kann, geht hinein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben auch empfohlen, bei der Genehmigung Videoüberwachung vorzusehen, sodass man die Möglichkeit hat, bei beginnenden Sicherheitsstörungen hier schnell einzugreifen. Unser Ziel ist, dass auch an solchen Stellen jeder beruhigt hingehen kann und sagen kann, ich will hier das Fußballfest erleben ohne irgendwelchen Sicherheitsbeeinträchtigungen. Und dann muss man auf diese Stellen besonderes Augenmerk richten. Denn in den Stadien, da sitzt man auf den teuren Plätzen, die international vergeben sind. Das ist sehr viel schwieriger für Hooligans, die Gewalt ausüben wollen, irgendeine Gewalttätigkeit zu organisieren. Klar, das ist in der Stadt viel einfacher. In der Stadt ist das einfacher, also müssen wir da besser aufpassen. Und darum sage ich, wenn die Überlegungen hier in München zutreffend sind, Olympiagelände, dass man es ins Olympiastadion hineingibt, das wäre eine schöne Sache, das kann man kontrollieren, das kann man überprüfen. Wir wollen da nicht die Freude einengen, aber wir wollen auch, dass jeder sorglos hingehen kann und unverletzt wieder weggehen Klar. kann. Herr Minister, ich würde gerne im zweiten Teil der Sendung mit Ihnen über die bayerische CSU sprechen und dann auch noch mal über Ihre Pläne fürs nächste Jahr.
Herr Beckstein, das sind ja herrliche Polizisten, aber wie ich an der Uniform erkenne, keine bayerischen. Wo sind Sie denn auf die Kollegen gestoßen? Der ukrainische stellvertretende Innenminister war letzte Woche hier und hat mir diese Polizisten verehrt. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, weil es eine gewisse Selbstironie hat. Denn normalerweise verbindet man ja gerade mit Polizisten in einem Land, das früher Ostburgland war, dass es große, drahtige, jetzt hätte ich beinahe gesagt, schlagkräftige Leute sind, dass man selbstironisch ist, Leute mit einem großen Schnurrbart, die eigentlich gemütlich aussehen, einen dicken Bauch haben. Das ist etwas, wo ich auch merke, dass in einem Land wie der Ukraine der Demokratisierungsprozess gut vorankommt. Und das ist ja wichtig in unserem Europa, dass es nicht mehr einen kommunistischen Unterdrückungsstaat gibt, sondern dass wir hier eine Demokratisierung haben. Das wird uns auf Dauer allen in Europa sehr gut tun. Wir helfen übrigens von der bayerischen Polizei, der ukrainischen Polizei auf diesem Weg. Wir machen Fortbildung für Verkehrspolizei, für bestimmte Aufklärung im Bereich organisierter Kriminalität, Rechtsstaat, Bürgerrechte und effiziente Polizeiarbeit zu verbinden. Und darum ist es ein schönes Symbol, das mir übergeben wurde. So wie die aussehen, könnten sie auch so ein bisschen der neuen Politik der CSU entsprechen. Da soll es doch jetzt auch sehr harmonisch zugehen und der Basis soll jetzt so ein bisschen ein Geldregen entgegengeschwemmt werden. Ist das eine Sache, die dem Zeitgeist entspricht, Herr Beckstein? Also ich höre das sehr, sehr wohl, dass angeblich Geldregen kommen soll. Ich selber merke da leider noch nichts. Ich habe mehrere Gespräche mit dem Finanzminister in den letzten Tagen gehabt, weil es in diesem Jahr, wo wir 2006, wo wir solche Herausforderungen für die Polizei haben, ich immer auch sage, ich brauche mehr Geld an Sachmitteln. Ich kann nicht etwa darauf aufpassen, dass wir jetzt wenige Kilometer fahren, damit ich weniger tanken muss, sondern ich muss die Einsätze so gut machen, wie sie überhaupt nur möglich sind. Ich kann nicht sagen, jetzt dürft ihr keine Überstunden machen, weil ich kein Geld dafür habe und darum brauche ich noch Geld vom Finanzminister. Und da hat es bisher nicht geheißen, na jetzt ist das große Füllhorn offen, sondern es wird massiv gespart. Soll vielleicht auch mehr bei den Familien jetzt sozusagen das Füllhorn geöffnet werden, weil wir in eine Wohlfühlsituation jetzt gebracht werden sollen, denn der Wähler ist ja jetzt vielleicht ein bisschen neu zu bedienen und er soll sich wohlfühlen, damit er dann der ganzen CSU wieder etwas wohlgesonnener ist. Also richtig ist, dass die allerschlimmsten Grausamkeiten bei den Sparmaßnahmen hinter uns liegen. Tatsächlich. Davon gehe ich aus, denn jetzt wird ja deutlich, dass auch beim Bund, dass auch bei den anderen Ländern massive Einsparmaßnahmen notwendig sind, weil die desolate Haushaltssituation so nicht weitergehen kann. Das ist auch nicht in Ordnung, wenn wir jetzt sehr viel Geld ausgeben und sagen, und jetzt machen wir Schulden, und unsere Kinder sollen die Schulden und die Zinsen zurückbezahlen. Aber wo kommt denn das Geld her, was jetzt Herr Söder sagt, dass da richtig jetzt was ausgeschüttet wird? Wir haben massive Sparmaßnahmen hinter uns gebracht. Wenn der Finanzminister so Bericht erstattet, dann sagt er, wir haben jährliche Ausgaben um 1 bis 2 Milliarden mindestens reduziert in der Zwischenzeit, während andere Länder das vor sich haben, sodass es bei uns hier ein bisschen besser ist. Wobei ich allerdings sage, wir haben natürlich gewisse Schwerpunkte im Bereich der Kinderbetreuung, der Schule, der Wissenschaft. Ich sage, wir brauchen auch den Schwerpunkt innere Sicherheit. Aber mit großen Beträgen Wohlfühlatmosphäre einzukaufen, das geht nicht und es wäre auch falsch. Das wäre nicht in Ordnung, dass wir Geld dafür ausgeben, sozusagen um die Leute zu bestechen, dass die uns wieder lieb haben. Nein, sondern wir müssen diesen Weg des konsequenten Sparens weitergehen. Allerdings sind wir froh, dass wohl die schärfsten Sparmaßnahmen hinter uns liegen, sodass die ganz massive Verschlechterung wohl hoffentlich hinter uns liegt und nicht vor uns. In dieser Woche schreibt der Fokus, dass der emotionale Draht vom Ministerpräsident Stoiber zu den Wählern durchgekappt ist. Empfinden Sie das auch so? Wenn ja, ist es dann vielleicht doch eine Maßnahme, diesen Draht irgendwie wieder zu flicken?
Also natürlich, ich rede da überhaupt nicht drum herum, dass jeder, der draußen ist, weiß, dass es viel Unverständnis über die Entscheidung Stoibers gegeben hat, nach Berlin, erst das Hin und Her geht er nach Berlin, dann ist, hat er gesagt, und dann ist er doch nicht gegangen. Da hat es viel Ärger gegeben, aber auf der anderen Seite sage ich auch, das sind Dinge, wo man auch ein gewisses Verständnis dafür haben muss. Er hat immer gesagt, es müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und dass in dieser ungewissen Situation, wie das in Berlin sich entwickelt hat, auch Stoiber dann die Abwägung, ist es besser oder nicht so gut, dann verändert hat. Also ich meine, das muss man ihm zubilligen, dass es schließlich auch gute Gründe gibt, nicht nach Berlin zu gehen. Und dass es auch nicht gerecht ist, wenn jetzt viele auf Stoiber so herumhacken. Schließlich ist es doch ganz offensichtlich, dass in seiner Zeit als Ministerpräsident zwischen 1993 und 2005 unser Bayern massiv nach vorne gekommen ist. Die Hightech-Offensive, was im Münchner Raum, was im Nürnberger Raum, was quer übers Land für die Wissenschaften getan worden ist, welche Impulse in dieser Zeit gesetzt worden ist. Wir haben als Freistaat Bayern Vorsprung ausgebaut. Wir waren für. Aber Herr Beckstein, das ist ja genau das, was der Wähler sieht. Und da lag ja genau auch die Hoffnung drin für den Bund. Denn Bayern hat sich ja wirklich ungeheuer entwickelt und die letzten Jahre waren ja ungeheuer erfolgreich. Und deshalb hieß es ja immer aus Bayern und jetzt tragen wir es in den Bund. Und es sind ja nicht nur die CSU-Wähler, die da eine große Enttäuschung erlebt haben, sondern egal, wo sie in Deutschland rumfahren, da gibt es ja auch große CSU-Fans, die immer gesagt haben, in der Union brauchen wir die CSU, weil die also auch uns einen wichtigen Push gibt. Und dann kommt dieser Schritt nach Berlin und er zieht sich wieder zurück und deshalb ist doch die Enttäuschung da. Das bestreite ich ja nicht. Ich sage nur, allein Stoiber an dieser Entscheidung zu messen, die viele für falsch gehalten haben, halte ich nicht für fair. Deswegen sollte man seine Leistungen sehen. Und man soll vor allem jetzt auch nicht immer nur in die Vergangenheit schauen. Als Politiker schaue ich in der Zukunft. Ich bin nicht Historiker. Die Frage sollen die Historiker dann mal abschließend beurteilen. Ich schaue in die Zukunft und da muss ich sagen, ich habe auch mich entschlossen und habe das auch in der Fraktion gesagt, ich möchte gerne im Team mit Edmund Stoiber weiterarbeiten, in seiner Mannschaft im Ministerrat loyal an seinem, an unserem Erfolg. Warum? Weil die Menschen in unserem Land erwarten können, dass die Politiker sich um ihre Probleme kümmern. Und es ist doch nicht überall das Wichtigste, wer welches Amt hat. Mein Fahrer sagt immer wieder, wenn der Minister was passiert, erwarten schon 10 andere, dass sie einen Ministerposten kriegen. Wenn ein Fahrer krank wird, da ist es schwierig, einen Ersatz zu finden. Na, also Herr Beckstein, ich glaube schon, dass die Person, wie überall in einem Großunternehmen, ist es wichtig, wer vorne ist. Und genauso ist es in der das Politik. Stimmt ja auch. Und ich will ja nicht drum rumreden. Auch selber meine ich, dass ich auch einen gewissen Beitrag zum Beispiel für die innere Sicherheit leiste. Aber ich meine, man muss die Maßstäbe behalten. Und da wird es auch Zeit, dass man jetzt einfach sich wieder sieht, was hat Stoiber geleistet, was kann er noch leisten und nicht jetzt nur einer von vielen für falsch gehaltenen Entscheidungen. Da gibt es bei uns unterschiedliche Meinungen. Es gibt manche, die sagen, es war richtig. Horst Seehofer sagt, es war richtig, dass Stoiber nicht nach Berlin gegangen ist. Andere. Warum ist er eigentlich nicht nach Berlin gegangen? Nur weil Müntefering gesagt hat, dass er jetzt nicht mehr Fraktionsvorsitzender ist? Das ist ja ein völlig weggeschobenes Thema von der CSU. Die CSU also wird doch draußen so wahrgenommen, dass das alles völlig egal ist. Die CSU steht doch für sich, ist doch ein Machtpotenzial und hat es auch immer nach außen so verkauft. Und jetzt plötzlich die Entscheidung von Müntefering. Ich selber sage als meinen höchstpersönlichen Eindruck, für den ich niemand anders mit in die Verantwortung nehmen kann und will, sondern ich sage, nach meinem Eindruck hat Stoiber gemerkt, die Chemie in Berlin stimmt nicht. Und darum hat er den Eindruck, da kann er nicht so viel für unser Land tun, wie wenn er hier bleibt, wo er selber sich zu Hause fühlt, wo er Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit den anderen Leuten von Wirtschaft, Politik, wie er sozusagen für unser Land viel erreichen kann. Und dort hat er den Eindruck gehabt, dass es nicht so läuft,
nicht so laufen wird, wie er sich das vorstellt. Und da muss man dann auch Verständnis haben. Wenn Sie sagen, er hat in Berlin nicht das Gefühl gehabt, so viel für unser Land tun zu können wie in Bayern, wie hier. Haben Sie dann Bayern gemeint oder meinen Sie dann Deutschland? Ich meine Bayern und Deutschland. Denn Edmund Stoiber gehört ja dem Koalitionsausschuss an. Das heißt, der engsten Führungsrunde der Koalition der drei Parteien CDU, SPD und CSU. Ich habe die Reihenfolge der Größe der Koalitionspartner genannt. Und dann kommen die jeweiligen Fraktionschefs dazu und noch ein oder zwei Leute der Parteien, ich glaube, die Generalsekretäre sind dabei. Und da werden alle wichtigen Fragen, die zwischen den Koalitionsparteien strittig sind, besprochen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und dann ist auch Edmund Stoiber in seiner Funktion als Mitglied des Bundesrats nach wie vor natürlich in der Bundespolitik auch wichtig vertreten. Und ich glaube, da kann er gute Dienste für unser Land bringen, von der Föderalismusreform bis hin zur Frage aller Dinge, die in der Bundespolitik mit entschieden werden. Aber Bayern war doch auch immer so stolz auf den Einfluss, den es in Berlin einfach hat als Stimme. Wenn da eine laute Stimme aus dem Süden kam, dann hat man ja hingehört. Und jetzt ist es einfach ein bisschen anders. Also selbst wenn Gottschalk bei einer Veranstaltung sagt, ja, und wir sind ja alle gerne hier in Bayern und einer fühlt sich besonders wohl hier und der Ministerpräsident ist im Raum und der ganze Raum lacht, dann ist das für mich eine Situation, die hätte es vor einem halben Jahr nicht gegeben. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, ich bin überrascht, wie viele Leute jetzt so sagen, wie wunderbar war das, wie zum Beispiel Franz Josef Strauß massiv dauernd dem Kohl Schwierigkeiten gemacht hat, dem widersprochen hat. Ich erinnere mich an die Zeit, da hat es sehr, sehr viele Leute gegeben, die gesagt haben, diese dauernde Nörgelei aus Bayern, der soll seinen Mund halten, der soll sich dem Kohl unterordnen. Also und jetzt, wo das etwas leiser ist und etwas harmonischer geht, da gibt es auch Kritik. Also man kann das in vielfältiger Weise sehen. Und ich denke, nach einer gewissen Zeit, es ist gut, dass jetzt Weihnachten kommt, im neuen Jahr haben wir neue Probleme, neue Hoffnungen, ein neues Spiel. Nur noch ein Wort dazu. Ich meine, wenn wir jetzt also den Ministerpräsidenten beim Kleben von Sternen, Weihnachtsstern im Kindergarten erleben, ist das wirklich das Bild, was ehrlich gemeint ist? Ist er nicht vielmehr dann doch der Kämpfer, der nach draußen Bayern vertritt und überhaupt Deutschland vertreten möchte? Der klebt jetzt im Kindergarten Weihnachtssterne. Also das verwundert schon ein bisschen. Dass ich an die Grenze dessen gehe, was man auch aus persönlichen Gesprächen sagen darf. Aber ich habe nur eine sehr gute und enge Beziehung zu Edmund Stoiber. Und ich weiß deswegen, dass Edmund Stoiber sich nicht richtig gesehen fühlt, wenn er in der Öffentlichkeit nur als der eiskalte Technokrat, der qualifizierte Politik managt, sieht. Sondern er ist jemand, der durchaus auch menschliche Gefühle hat, der beispielsweise sich von seinen Töchtern und deren Familien sehr stark beeinflussen lässt, der von seiner Frau sehr viel stärker beeinflusst wird, als das in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und deswegen meine ich, dass es schon auch wichtig ist, dass hier die Breite der Persönlichkeit Stoibers jetzt auch etwas stärker in der Öffentlichkeit bekannt wird und er nicht nur einfach auf einen Politikmanager vereinfacht wird. Das tut übrigens selbst in der Wirtschaft Leuten nicht gut, wenn sie nur einseitig als eiskalte Manager dargestellt werden. Da habe ich im Moment in Nürnberg von den Managern von AEG Electrolux einige Erfahrungen. Und in diesen Tagen, wenn man an das Management von der Deutschen Bank denkt, dann denkt man auch an solche Fragen und sagt, also es wäre schon ganz gut, wenn die auch noch ein Gefühl für Menschen hätten. Also Herr Beckstein, Edmund Stoiber auch deutlich machen. Ihr Verhalten ist wirklich, wirklich bewundernswert, denn wir alle haben das natürlich mitverfolgt, was in diesem Jahr passiert ist. Und ich persönlich muss wirklich sagen, als Sie gesagt haben, ich möchte Ministerpräsident werden von Bayern, ich möchte das nicht unter Erwin Huber machen. Das ist eine ganz klare Aussage, hat überhaupt nichts mit Erwin Huber zu tun, sondern einfach als Aussage. Da wusste man, wenn Sie das sagen, das wird dann so sein. Und dann war natürlich noch gar nicht abzusehen, was in Berlin passiert. Und jetzt ist alles ganz anders gekommen. Und Sie stehen also ungeheuer loyal hinter dem Mann, der ja eigentlich sehr viel dazu beigetragen hat, dass das alles nicht so gekommen ist. Wie machen Sie denn das? Also zunächst
ist in der Tat für mich etwas, was für mich als Persönlichkeit, als Person und für meine Arbeit ganz wichtig ist, dass ich sage, die Leute müssen wissen, was ich will. Ich bin Chef eines großen Apparats. Meine Polizeibeamten müssen wissen, was will dieser Beckstein. Wenn der Eindruck ist, heute Hü und vielleicht noch am selben Tag auch Hot, dann sagen die, wir machen, was wir wollen oder sie machen gar nichts. Das heißt, für mich ist es von großer Bedeutung, dass ich Beharrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit nicht nur spiele, sondern auch lebe. Und jetzt gebe ich Ihnen schon zu, dass ich Hoffnungen hatte. Da wäre ein schönes Amt in Berlin gewesen, da wäre ein noch schöneres Amt hier in München gewesen. Und ich habe ja auch gesagt, ich will das gerne werden. Und ich bitte um Nachsicht, wenn ich sage, wahrscheinlich wäre es ja auch geworden, wenn Stoiber in Berlin, nach Berlin gegangen wäre. Aber das ist ja das Spannende in der Politik, dass alles möglich ist, aber auch das Gegenteil von allem. Es sind immer ganz tolle Entwicklungen, jeden Tag was Neues. Und jetzt, warum kann ich hier auch in der Mannschaft Stoibers loyal mitarbeiten? Ich weiß, dass ich an diesem Schreibtisch 1988 mit Edmund Stoiber angefangen habe. Da war er Innenminister und ich sein Staatssekretär. Und ich habe mit ihm eine fantastische Zusammenarbeit gehabt, habe von ihm viel gelernt, habe unendlich viel von meinen Vorstellungen mit einbringen können. Denn wenn ich eine andere Meinung hatte als er, hat er nicht einfach gesagt, ich bin Chef und du hast zu gehorchen, sondern wir haben dann stundenlang oft diskutiert. Und das ist eine Zeit, wo ich sage, ich habe eine solche Verbindung und darum tauge ich nicht dazu, dass ich irgendwie an seinem Stuhl säge, sondern entweder ich mache mit in seiner Mannschaft, dann bin ich loyal, oder ich sage, ich kann das nicht, dann hätte ich aufhören müssen. Und da habe ich mich klar entschieden, ich mache in seiner Mannschaft mit und dann aber auch mit großer Loyalität. Sie sind ein Mann der klaren Worte. Was mich jetzt als Nicht-Bayern eigentlich nur noch mal zum Schluss interessiert, ist die Frage, kann ein Franke in Bayern Ministerpräsident werden? Wenn Sie das mal kurz beantworten könnten. Ja, selbstverständlich. Nicht nur ein Franke, es kann ein evangelischer Franke. Die absolute Spitze wäre ja eine evangelische fränkische Frau. Da würden sozusagen alle Dinge zusammenkommen. Selbst das kann von der CSU in Bayern in das Amt eines Ministerpräsidenten geholt werden. Viele Bayern wissen gar nicht, dass schon zwei Franken Ministerpräsident war. Einmal Hans Seidel, ein großartiger Mann, der auch Namensgeber für das Bildungswerk der CSU ist und die Stiftung, Hans-Seidel-Stiftung ist. Und Alfons Goppel, bei Alfons Goppel ist es ein wenig schwieriger, der ist in Aschaffenburg, glaube ich, geboren, ist dann allerdings relativ bald nach Regensburg gegangen, sodass auch die Oberpfälzer ihn in Anspruch nehmen. Aber es waren in der Geschichte der CSU wichtige Persönlichkeiten, die aus Franken gekommen sind. Und deswegen wäre das kein Hindernis. Es wäre allerdings auch falsch zu sagen, weil ich Franke, weil ich evangelisch, weil ich Frau bin, muss ich Ministerpräsident werden. Die entscheidende Frage ist die Frage der Person. Aber wie gesagt, das ist alles Vergangenheit. Jetzt ist Edmund Stoiber in diesem Amt. Wenn er das von vornherein gesagt hätte, hätte es keine Diskussion gegeben. Ich bin bei ihm Innenminister, ich bin sein Stellvertreter. Ich will diese Aufgabe im nächsten Jahr gut bewältigen. Und Sie haben vorhin die Aufgaben genannt, die es zu bewältigen gibt. Da habe ich ordentlich zu tun. Das glaube ich. Und das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein sehr erfolgreiches 2006. Ganz herzlichen Dank. Das wünsche ich Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Alles, alles Gute für die Feiertage und vor allem für unser neues Jahr. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, Erfolg. Dass man von Naturkatastrophen, Tsunami und Unglücken in der Allgemeinheit und im eigenen Umfeld verschont bleiben. Alles Gute.